Yo Leute, Digga, was geht ab, Digga? Der Ehren aufs Ehrenmann ist wieder motherfucking goddamn hart am Start, Alter. Und Jungs, Ehre, fette Ehre ist heute am Start, Digga. Die chillt gerade hier auf dem Handy. Ich habe Act 7.1 abgeschlossen, zu 100%. Das bedeutet, ich habe es endlich geschafft, einen verfickten Hurensohn auf Rang 4, 3, 3, nicht 4, 3, 4, ja, ja, auf Rang 3 bringen zu können. Ich habe diese Scheiße bekommen und das bedeutet, dass ich endlich den ersten 6-Sterne-Champion auf Rang 3 haben kann. Und es gibt natürlich auch sehr, sehr wilde Belohnungen. Ja, okay, was heißt der Welt? Ich habe einen 6-Sterne-Nexus-Kristall bekommen, den öffne ich natürlich mit dem Jungsalter. Und ja, Digga, heute ist echt geil. Also heute ist wirklich sehr, sehr nice. Fresh. Weil, Digga, also erster Rang 3, jetzt bin ich, ich werde bald Thronebreaker sein. Den Champion werde ich jetzt nicht in diesem Video upranken, das werde ich im nächsten Video machen. Ich werde wahrscheinlich nicht genug ISO haben, um ihn hoch zu pushen, um ihn auf Maxed Out bringen zu können. Aber egal, trotzdem Rang 3, Thronebreaker ist endlich am Start, muss auch mal sein, wirklich, ich bin im Content genauso weit wie jeder andere Thronebreaker oder Leute, die noch nicht mal Thronebreaker sind, sind nicht mal annähernd so weit wie ich, aber ich, mir wurde nicht gegönnt, weil ich keinen 6 Sterne auf Rang 3 habe, Hurensohn, aber heute ändert sich der Tag, heute wird er geöffnet, das kann uns scheißegal sein, wir brauchen kein Mutant-Shit, wir haben schon Mutant, Forschung wäre sehr nice, nein, du Hurensohn, wirklich sehr, sehr räudig, Mystik, Digga, das ist wirklich, das brauche ich nicht, wirklich, ich glaube, ich habe nichts von Mystik, ja, jetzt habe ich knapp die Hälfte und ja, okay, kann man nichts machen, wir brauchen ebenfalls noch ganze 8 Dinger von Mutant, damit wir unseren Kolossus hochbringen können, 2, das sind nicht 8, 4, das sind immer noch nicht 8, 5, immer noch nicht 8, aber 14 Talent, ich brauche das nicht. Das Talent brauche ich wirklich gar nicht. Ja, 6 Stück. Gehen wir in den Shop. Da können wir ein bisschen traden. Damit wir die Mutant-Dinger bekommen. Also wirklich alles habe ich im Überfluss. Wirklich alles habe ich im Überfluss. Ja, mach mal. Was, wir können uns nur 5 kaufen? Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Da müssen wir die kleinen Kristalle öffnen. Ja, egal. Wo ist der Scheiß? Da ist er. Komm, schon 2 Dinger noch. 2 Mutant. 2-mal nur. Ja, kein Mal habe ich es bekommen. Sehr korrekt. Ich habe keinen Bock, euch länger warten zu lassen mit dem Scheiß. Was wollen wir aus unserem Kristall haben, ja? Wichtige Frage, wichtig und richtige Frage. Das, was wir haben wollen, also ich weiß ganz genau, dass der 6 Sterne oben ist, aber trotzdem, ich muss nur schauen, ob ich hier vielleicht irgendwie anders Mutant-Dinger bekommen kann. Nee, ich muss echt den ganzen Kleinkram öffnen. Aber so, 6 Sterne können wir leider nicht öffnen, fehlen uns 250 Scherben. Aber, ja, Nexus-Kristall. Ich glaube, nur einen habe ich bis jetzt oder 2 habe ich bis jetzt auf diesem Kanal geöffnet. Ist sehr wild. Was wollen wir haben? Wir wollen einen Beyond God Tier Unawakened haben, also der Unawakened krass ist, der auch noch von Mutant ist. Das sind sehr, sehr laue Voraussetzungen, die ich hier setze. Das ist doch sehr, sehr machbar, besonders mit meinem Glück. Oder ein Kolossus-Duplikat, das wäre auch ziemlich fresh. Und ja, öffnen wir es. Let's go, Digga. Jungs, ich hatte Song hochgeladen. Wo ist all die Zeit? Ich hoffe, den habt ihr euch reingezogen. Wenn nicht, dann schaut's ihn an. Habe ich mit einem Bruder gemacht. Sehr fresher Song. Gibt's ein Like darauf, Jungs. Und auf dieses Video natürlich auch. Und huiuiui. Ich dachte, ich muss gleich QDH Backflip mit Kabam machen. Also wirklich, Jungs, Hulk und Cyclops. Digga. Aber wir haben Black Widow, die neue Black Widow bekommen. Das ist gut. Das ist gut, wirklich. Mit Hulk können wir nichts anfangen. Cyclops kann mir gehörig meinen fetten Schwanz lutschen. Aber Black Widow nehme ich lieber meinen Schwanz lutschen, weil es würde Cyclops machen. Wäre ich nicht schwul, sondern er, denn nur der Gefickte ist schwul, aber trotzdem will ich das nicht machen. Deswegen hole ich mir Black Widow, ich weiß nicht, wie die neue Version von ihr heißt, ins Team. Sie ist, glaube ich, ziemlich fresh. Ich glaube, sie kann ziemlich viel Scheiße machen, besonders Schock und sowas kann sie
sehr, sehr gut machen. Hätte ich in einer anderen Mission gebraucht, aber egal, ich nehme sie mit. Die Bresine ist jetzt auch am Start. Und ja, also es gibt viel maligere Scheiße, die ich jemals in meinem Leben in MCOC gezogen habe. Deswegen bin ich eigentlich relativ, ja, ich würde sagen, ja, ist machbarer Flex. Bin definitiv nicht enttäuscht. Schau mal, was sie so alles kann. Und Jungs, mein erster Rang 3 Champion wird kommen. Die nächsten Tage werde ich es raushauen. Das Video mache ich direkt danach, aber ich werde es später hochladen. Like dieses Video, schaut alle meine Videos auf diesem Kanal an, gebt überall ein Like drauf, abonniert mich, macht mich Fame und ciao Leute.